Willkommen in der neuen Handelswoche, liebe Traderinnen und Trader. Ich hoffe, jeder konnte das Wochenende entspannt zum Relaxen nutzen und ist jetzt bereit für das, was an den Märkten wartet. Ich habe es im Blog bzw. Research am Sonntag schon geschrieben. Heute geht es um DAX, Euro, Neuseeland-Dollar und Austral-Dollar, Schweizer Franken. Danke auch für die guten Morgengrüße hier über unsere Kanäle auf Facebook und auf GoToWebinar. Und da habe ich auch schon die ersten beiden Wunschmärkte, Britisch Pfund, Schweizer Franken, da war der Knoten noch in der Zunge, und Austral-Dollar, Kanadier-Dollar haben wir hier. Schauen wir drauf, machen wir gleich, nachdem wir hier die aktuellen Märkte besprochen haben. DAX im Rallye-Modus Richtung 11.500 Punkte. Das steht jetzt mal da, das ist eine große Marke. Wir schauen uns das Ganze im Bild an, nachdem wir den Risikohinweis besprochen haben. Wir wissen, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen ist, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Das sei dazu gesagt. Und dann gehen wir noch in die Nachrichten rein. Wir sehen hier heute in den USA ist Feiertag und in Großbritannien, da ist Bankenfeiertag. Das heißt, da fehlt heute einiges an Liquidität an den Märkten. Kann sein, dass man das merkt, muss aber nicht. Was gibt es noch? Wir haben um 8 Uhr das Bruttoinlandsprodukt bekommen. Die Zahlen hier an dieser Stelle, die sehen nicht gerade rosig aus. Hier, es wird einfach deutlich weniger Geld ausgegeben. Das sind jetzt mal die Zahlen für das erste Quartal. Ja, der Rückgang ist halt da. Man vermutet, dass das zweite Quartal deutlich schlechter werden könnte, einfach weil noch weniger Geld ausgegeben werden konnte. Der Lockdown wird da voll zu Buche schlagen. Man hat halt dann entsprechend die Hoffnungen auf das, was dann in der zweiten Jahreshälfte kommt. Werden wir sehen. Zahlen sind auf alle Fälle da. Das sind alte Dinge. Ich denke, die hat der Markt auch schon eingepreist, wenn wir uns die Entwicklung auch der letzten Zeit anschauen. Mal sehen, was hier daraus gemacht wird. Was gibt es noch heute um 10 Uhr? Gibt es den IFO oder die IFO-Daten, hier dann den IFO-Geschäftsklimaindex, die aktuelle Lageeinschätzung. Das sind wichtige Faktoren, auch der Blick in die Zukunft spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Also das alles in Summe wird sehr, sehr spannend und da schauen wir auch am Freitag noch einmal in die Details rein, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist, gerade auch für DAX-Trader, um zu schauen, was ist denn jetzt hier fundamental Stand der Dinge und was könnte unter Umständen am Markt gespielt werden. Wie schon gesagt, am Freitag machen wir da den Blick in die Bücher. Was gibt es noch diese Woche in wichtigen Nachrichten? Wir sehen hier die Zusammenfassung einmal am Dienstag kriegen wir aus den USA das Conference Board Verbrauchervertrauen, die Verkäufe neuer Häuser. Am Mittwoch dann spricht EZB-Präsidentin Lagarde. Das ist immer sehr, sehr interessant, gerade für den Euro in Bezug auch auf den US-Dollar beispielsweise. Das sollte man unbedingt auf der Uhr haben, wird hier vormittags um 9.30 Uhr stattfinden. Donnerstag kriegen wir dann aus den USA eine ganze Menge an Zahlen. Und zwar Auftragseingang für langlebige Güter. Wir kriegen das BIP, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die schwebenden Hausverkäufe und die Rohöllagerbestände. Diese Woche alles in dieser Richtung, einen Tag später, weil heute Feiertag ist. Und am Freitag bekommen wir dann aus der Eurozone den Verbraucherpreisindex und den, ja, eine Rede von FED-Vorsitzenden Powell. Eine Sache steht hier nicht drauf. Am Mittwoch gibt es aus den USA das B-Spook. Hier, wenn ich die großen Nachrichten bespreche, na, da sind ja immer nur die drei Bullenköpfe als wichtigstes gezeichnet. Meiner Meinung nach hat das B-Spook auch die drei Bullenköpfe verdient. Aber gut, ich mache das nicht. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsbericht. Und auch den schauen wir uns am Freitag ganz genau an. Diejenigen, die hier immer zuschauen, wissen, warum ich das mache. Die FED schaut auch drauf. Und deswegen sollten wir ganz genau hinschauen, wie es hier den 12 größten Distrikten in den USA geht, was die schreiben. Und deswegen machen wir das auch, weil wir wollen ja entsprechend vorbereitet sein. Und die fundamentale Seite ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Jetzt schaue ich nochmal kurz in die Fragefelder. Neue Fragen sind nicht dazugekommen, aber viele guten Morgengrüße noch. Danke nochmal zurück von mir in die Runde. Ich freue mich, dass wir hier immer mehr Leute auch auf dem Kanal mit drauf bekommen, weil es lohnt sich wirklich reinzuschauen. Und damit gehen wir mal in die Charts rein. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal die zwei Währungen für heute, dann den DAX und dann komme ich zu den Wunschmärkten. Das heißt, wir starten mit Euro-Neuseeland-Dollar hier. Der Blick hinein in den Chart innerhalb der 4 Stunden. Ich möchte das Bild für diejenigen, die hier auch die größeren Zeitrahmen anschauen, einfach nochmal kurz mit zur Ansicht geben.
um einfach mal zu sehen, was hier entsprechend passiert ist. Ich mache das Bildschirm oder ich mache den Bildschirm gleich nochmal, zoome ich nochmal etwas weiter rein hier an dieser Stelle. Das heißt, wir werden jetzt mal nach dem Blick in den großen Chart hier auf Tagesbasis in die kleinere Zeiteinheit reinschauen, weil dort passieren gerade wichtige Dinge. Aber eines möchte ich im Vorfeld einfach mal sagen, hier gibt es bei vielen Währungen momentan dieses extreme Übertreibungsbewegung. Das heißt, hier sehr, sehr stark nach oben, sehr, sehr stark nach unten gelaufen, das Ganze. Und da müssen wir einfach mal schauen, was hier an dieser Stelle entsprechend passiert. Wir sehen nämlich hier an dieser Stelle Seitwärtsphasen. Die laufen hier und damit läuft der Markt so hin und her in gewissen Trading Ranges sozusagen. Und das ist eine Phase, die wird sich irgendwann auflösen, erfahrungsgemäß. Sowas ist ja nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben. Aber es dauert da manchmal so ein bisschen. Und die Seitwärtsphasen sind allerdings, wenn man sich die Verortung anschaut, häufig auch Punkte, wo man im kurzfristigen Trading den ein oder anderen Move durchaus mitnehmen kann. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, wenn sich so eine Seitwärtsphase dann irgendwann mal auflöst, ja, dann ist es auch gut, wenn man mit an Bord ist, weil dann kann man gute Trades an dieser Stelle auch mit in den Fokus beziehen. Und deswegen schauen wir uns Euro-Neuseeland-Dollar hier mal an, innerhalb einer Seitwärts-Range. Das sehen wir, wenn wir in den 4-Stunden-Chart blicken, sehen wir es hier, das Trampolinspringen. Oben ist der Deckel drauf, ganz knapp um die 1,83 in diesem Drehrum. Hier oben das Hoch, das kleine Zwischenhoch, die Abbrüche hier, das ist der Deckel oben drauf. Da sehen wir, da läuft der Markt immer ran, prallt nach unten ab und dann geht das Ganze wieder in die entgegengesetzte Richtung bis unten hin. Und unten haben wir schon gesehen, hier die Marke von 1,76, 1,77 hier. Das ist ein Bereich, wo er nicht drunter wollte. Zwischendrin hat er mal gedreht hier an diesem Bereich um der Marke von knapp 1,7828. Das mal so ein bisschen die Historie. Worauf ich allerdings jetzt hinaus möchte, ist eine noch kleinere Range, sag ich mal. Da muss ich mal etwas näher in den Markt zoomen, dass wir das schöner sehen können. Schaut euch das Ganze mal an. Wie schon gesagt, hier ist der etwas weiter gefasste Bereich. Hier an dieser Stelle ist jetzt eine interessante Stauzone entstanden. Wenn wir mal sehen, zwischen dem Tief und dem Hoch hier oben ist ein Trend entstanden. Hier dieser Aufwärtstrend, den wir hier sehen können. Der ist gebrochen worden, dann gab es die Gegenbewegung und wenn wir jetzt tatsächlich es schaffen, unten drunter durchzufallen, hier diesen Schwungbereich hier zu verlassen, wir sehen hier diese Marke von ganz knapp über den Daumen 1,78, naja, knappe 3 in etwa, ne? Das ist so ein Staubereich, so ein Schwungbereich und wenn der tatsächlich nach unten weggewuppt wird, dann haben wir hier an dieser Stelle halt, wie man so schön sagt in der technischen Analyse, ein fallendes Dreieck und das fallende Dreieck ist an dieser Seite halt ein Zeichen für Schwäche im Markt und wenn das Ganze nach unten weggerissen wird, ja, dann ist der Weg nach unten hier Richtung der unteren Begrenzung, also die Marke von 1,76, ein durchaus planbares Szenario. Zwischendurch gibt es hier natürlich auch noch einen kleinen Anlaufpunkt, lasst mich das mal kurz runterziehen, hier schaut mal das Swing Low, was wir zwischendrin gehabt haben, um die Marke von knapp 1,77,3. Der Marker hier unten, das wäre eine gute Zwischenstation, wenn der Bruch nach unten kommt. Tut uns der Markt nicht den Gefallen und er, sage ich mal, springt hier wieder nach oben hinweg über die Dreiecksoberseite. Gut, ganz klar, dann müssen wir uns wieder im kleinen Bild erst einmal hier mit der Marke von 1,79 knapp 7 beschäftigen. Das war das kleine Swing High. Wenn es darüber hinausgeht, dann geht die Reise wieder hier Richtung oberer Begrenzung. Das muss man abwarten, aber die Verortung innerhalb des Medians, also rund um das Median dieser Range, die ist schon sehr, sehr interessant. Und wie schon gesagt, das, was hier passiert an dieser Stelle, wir sehen es, der Markt fängt immer früher an zu verkaufen. Das ist eher so ein bisschen ein Zeichen von Schwäche. Und wenn sich diese nach unten entlädt, dann könnte das erste Mal der Schub zur Unterseite sein. Wenn sich das dann ganz auflöst, schauen wir nochmal in den Tageschart. Also wenn wir dann tatsächlich es schaffen, endlich hier eine Richtung nach unten zu finden, dann ist der Weg nach unten auch mit einigen Potenzialen gespickt. Hier mit Blick in den Euro-Neuseeland-Dollar. Wir schauen als nächstes auf die Währung Austral-Dollar, Schweizer Franke. Da muss ich hier mal ganz kurz ein bisschen schieben. So, da haben wir ihn. Austral-Dollar, Schweizer Franken. Jawohl, was haben wir hier? Eine schöne, hohe Flagge. Hoch in Anführungszeichen, ne? Weil normalerweise sieht die Verortung einer hohen Flagge in dem bullischen Markt ganz, ganz anders aus. Aber wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, wir sehen es hier ganz genauso. Schaut, wir hatten hier das, was wir gerade im Neuseeland-Dollar gesehen haben, zur Oberseite massiv nach unten gehabt. Das ist mal der Wochenchart. Da gab es die starke, starke Überdehnung zur Unterseite rum. Wir hatten das Tief hier bei 0,5443 gefunden. Und jetzt geht der Markt hier oben rein.
Das ist sozusagen die Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegung an sich wartet jetzt halt mit dem Blick in den Tageschart hier mit so einer Range aus, hier auf der Oberseite. Das ganze Bild an sich schaut schon relativ bullisch aus. Hier, wir haben einen Aufwärtstrend und der Markt macht hier nicht diesmal den Ranlauf nach oben und dann eine tiefere Gegenbewegung, sondern der Markt bleibt einfach oben liegen. In einem ganz flachen Bereich korrigiert er hier so ein bisschen über die Zeitachse, ne? Also wir wissen ja, wir haben im Chart sozusagen die Preisleiste, über die die Korrektur laufen kann, aber auch die Zeitleiste, über die die Korrektur laufen kann. Und hier ist es tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen, kommt der Bruch zur Oberseite hinweg, dann wäre das wirklich das bullische Zeichen, dann kontrahieren wir hier oben so ein bisschen, ne? Erste Kontraktion, zweite Kontraktion, dritte Kontraktion, die nehmen immer ab, ungefähr halb groß in etwa. Und das ist ein schönes Zeichen, dass wirklich die unruhigen Hände aus dem Markt rausgehen. Und wenn wir da tatsächlich oben drüber wuppen, hier, das Hoch haben wir um die 0,639, dann ist die 64 nur ein Klacks, die 0,64. Und dann haben wir den Widerstand hier am Verkaufslevel. Wenn ich es mal ein bisschen zusammenraffe, wird man sehen, hier hat sich der Trend nach unten hin fortgesetzt. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Und wenn der rausgenommen wird, ist der Weg nach oben Richtung 66,13 frei. Und das ist dieses Swing High hier aus diesem Abwärtstrend. Und das ist die interessante Geschichte auf der Oberseite. Unterseite ganz genau das gleiche. Brechen wir unten durch, dann haben wir Supportbereiche. Da muss ich gar nicht in die kleineren Zeiteinheiten rein. Da sehen wir hier ganz klar, was hier gehauen wird. Da haben wir den Anlaufbereich Support um die 0,6227, beziehungsweise hier das Zwischenlow um die Schwungmarke bei 0,61326. Gibt noch mehr Potenziale zur Unterseite, aber gerade im kurzfristigen Trading sehen wir halt, dass diese weiße Kerze sehr dynamisch nach oben gelaufen ist. Seitdem korrigiert der Markt oben drauf und wenn das nach unten weggebrochen wird, ja gut, dann hat man halt wirklich den Schub nach unten. Und wenn man da mal in die kleinere Zeiteinheit hier im Stundenchart reinschaut, dann sieht man halt, das kam so dynamisch hier nach oben. Da ist nicht wirklich viel, was hilft. Wer will, kann da mal noch in den 5 Minuten suchen, aber man sieht halt dort keine riesengroßen Stauzonen, ne? Also was halt ein Bereich wäre, der unter Umständen kommen könnte, wäre mal diese Tatsache hier oben, dieser Drehbereich hier um die 0, naja, was haben wir, 0,63 in etwa, aber wie schon gesagt, die Unterseite, der Weg ist relativ frei, weil diese Dynamik hier extrem stark gewesen ist. Und das sind die Fakten, die sollten wir da einfach auf der Uhr haben im Australdollar, Schweizer Franken. Und damit blicken wir hinein in den DAX, der Deutsche Leitindex, jetzt mal im Fokus. Den werde ich auch immer mal etwas öfter jetzt mit reinnehmen. Das ist auch einfach der Wunsch vieler Zuschauerinnen und Zuschauer hier gewesen, dass man die Indizes auch mal ein bisschen besser beleuchtet. Wir haben ja im Vorfeld auch dieses kleine Video hier eingespielt, dass wir hier bei Tickmills wirklich Top-Konditionen bei den Indizes haben. Da lohnt sich der Vergleich. Einfach mal draufschauen mit Ihrem Broker, wenn Sie noch nicht bei Tickmill traden, vergleichen. Sie werden sehen, wie gut hier die Kompetenzen sind. Gut. Das dazu schauen wir uns den Index mal an. Der Index an sich, wir haben es gesehen, er trendet nach oben. Hier unten dieser Haltebereich zwischen 10.100 und 10.200 Punkten, der hat bis jetzt weiterhin sein Werk getan. Er hat davor bewahrt, oben bzw. unten rauszuprallen, sondern hier kam schön die Umkehr und dann hat der Markt hier schön den Weg nach oben gemacht. Hier letzte Woche eine sehr, sehr positive Woche. Wir haben ein wichtiges Zwischenhoch rausgenommen, nämlich das aus diesem untergeordnet gebildeten Abwärtstrend. Hier knapp die Marke von 11.000 Punkten ist da zu nennen. Da ist der Markt drüber gelaufen und seitdem gibt es hier auch mehr oder weniger so einen leichten Seitwärtslauf. Das sieht man gut, wenn man hier in die Stunde schaut. Ich raff's mal etwas zusammen. Hier einfach mal reinschauen. Hier, das ist oben so ein bisschen der Seitwärtslauf, ne? Mit einer kleinen Ausnahme. Hier wollte der Markt mal unten drunter rauslugen, also hier an dieser Stelle. Aber ansonsten hier die Marke von 11.000 Punkten, die wurde schon gut verteidigt. Kurse darunter wurden immer wieder zum Kauf genutzt. Und jetzt kommt es wirklich drauf an. Wir sehen es hier im kleinen Bild. Ich habe hier die Stunde jetzt mal an einem kleinen Bild. Sehen wir, der Markt, der trendet schon nach oben hin. Und jetzt ist es wirklich wichtig, was passiert hier oben an diesem letzten kleinen Zwischenhoch. Da haben wir die Zähler, um das mal auf den Punkt zu setzen, 11.247,50. Das ist das Hoch. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, springt der Markt dort oben drüber, dann haben wir durchaus das Potenzial, hier erst einmal hochzulaufen Richtung knapp 11.338 Punkte, also knapp 11.340 Zähler. Die Marke obendrauf im Kurzfristbereich, wenn dort der Deckel wegfliegt, dann sehen wir schon hier, wenn wir hier über diesen Weg drüber gehen,
Dann haben wir hier oben die Marke von 12.280 als nächsten Widerstandsbereich. Das kommt aus dem ganz, ganz großen Bild, als der Markt so doll nach unten geschoben ist. Und das ist übrigens eine extrem wichtige Marke. Eine wichtige Marke ist auch dieses Level hier drüben. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz diese Linie hier beiseite. So. Schaut mal, hier an dieser Stelle hier unten da, wo dieses Gap gerissen wurde, das ist ein wichtiger Marker hier an dieser Stelle. Schaut mal hier in diesem Bereich rein, da 11.537 Zähler, da ist das Gap gerissen worden. Ne? Das war der Close-Kurs und der nächste Open, den hatten wir sozusagen dann hier an dieser Stelle. Das war das Open, was wir hier hatten, das, der Bereich. Und hier sehen wir halt wirklich drauf, das Gap auch zu schließen. Das heißt, Marken, wenn wir tatsächlich über das Zwischenhoch bei 11.338 so rum drüber laufen, ja, dann wäre mal der erste nächste Anlaufpunkt hier das Gap bei etwas über 11.540 Zählern und danach ist der Weg frei hier in das Wochenzwischenhoch hier um die 12.280 Punkte. Der Weg ist vorgegeben und wenn die Märkte positiv bleiben, ist das durchaus ein denkbares Szenario. Jetzt müssen wir aber schauen, was kann denn heute passieren, wenn wir hier oben abprallen. Ne? Das heißt, wenn wir hier tatsächlich nicht rüberlaufen, sondern unten reingehen, dann behalten wir uns für das kurzfristige Trading mal ganz kurz die letzte Bewegung in den Augen. Das heißt, schaut mal hier unten, das letzte Zwischenlow, das haben wir gehabt hier unten um die Marke von 11.100 und knapp 14 Zählern. Ich mache die Linie mal ganz kurz grün hier an dieser Stelle. Das ist hier eine wichtige Marke und diese Marke ist halt auf der Unterseite und da können wir hin korrigieren, ohne diesen Trend kaputt zu machen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Das nächste, eine wichtige Marke, die wir hier drin liegen haben, ist im kleinen Bereich. Das ist wirklich das kleine Teil jetzt. Ne? Hier oben dieses Ausbruchslevel, hier knapp die Marke unter 11.200 Punkten. Das wäre ein wichtiger Anlaufbereich. Und wenn wir uns jetzt mal hier noch diese kleinen Zwischenlows anschauen wollen, das heißt, das, was wir hier unten drunter haben, unter diesen Kerzen, das mache ich mal ganz kurz in Magentafarben, dass wir hier nicht durcheinander kommen, das wäre natürlich sehr, sehr interessante Anlaufpunkte mit Blick nach unten für eine kleine Gegenbewegung hier zur Unterseite hin. Das heißt, ich lasse die Marker mal ganz kurz dran hier. Schaut mal, da können wir mal auf die Swing-Lows schauen. Das sind nämlich die Lows, die wir hier unten drunter sehen, die wir dann in den 5-Minuten-Chart, den wir uns gleich mal anschauen können, anschauen sollten. Hier, also das, was hier hochtrendet, das kann man sich übrigens hier entsprechend auch mit anzeigen lassen, solange es kommt. Das ist, wie schon gesagt, jetzt der Lower Timeframe, den wir hier haben. Und dann gucken wir mal in die 5 Minuten rein. Und dann sehen wir halt, das sind häufig wichtige Anlaufbereiche, aber wir zoomen es mal kurz ein bisschen näher ran und dann können wir es noch ein bisschen verschieben. Also hier, nicht die Kerzen los sind hier wichtig, wir sehen es im 5-Minuten-Chart, sondern hier die Swinglos, die wir da unten drinnen haben. Und da korrigiere ich jetzt mal diese Linien an die richtigen Punkte, wo sie hingehören in den Trendverlauf der 5 Minuten. Und da sehen wir die alten Kaufbereiche. Das heißt, da sehen wir hier beim letzten Schwung, den wir jetzt gerade nach oben sehen, sehen wir, das sind die alten Kaufbereiche hier, die Zwischentiefs. Und da haben wir die Marke von 11.163, 11.150 und 11.131 Zähler, die wir hier direkt an dieser Stelle mit reinnehmen können. Und eine Marke können wir auch mit reinnehmen, bevor wir hier unten diese knapp 11.200 Punkte Marke mit dran nehmen. Hier gab es bei 11.202 schon mal einen Lupfer unten ran. Das heißt, es hat gehalten und damit ist der Weg nach oben auch vorgezeichnet. Wie schon gesagt, das Ganze mal mit Blick hier auf den letzten Bewegungsschub, den wir in der Stunde sehen. Das wäre hier der Blick hinein in dieses Feld. Gut. Damit hätten wir das besprochen und dann haben wir jetzt noch die zwei Wunschmärkte und zwar Pfund Franken und Australdollar Kandollar. Das Ganze gucken wir uns an hier in den großen Bildern. Wir starten mal mit dem australischen Währungspaar Australdollar kanadischer Dollar. So, da ist er. Wir schauen wie immer erstmal ins große Bild und im großen Bild sehen wir weiterhin die Verortung hier oben an diesem Widerstandslevel um die Marke von 0,915. Da sehen wir es, das ist hier oben dieser Schwungbereich, über den der Markt drüber gelaufen ist. Hier sehen wir auch schön, ich nehme es mal etwas näher ran, wir sehen hier schön den Aufwärtstrend nach oben laufen. Ne? Ich hoffe, den kann jeder erkennen. Ich zeichne ihn aber oder lasse ihn mal vom Tool einzeichnen. Hier sehen wir schön den Aufwärtstrend nach oben laufen und wir sehen auch, dass es hier einen ersten Versuch ging, oben drüber zu laufen. Jetzt korrigiert das Ganze so ein bisschen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den es hier zu beachten gilt.
bezogen auf das, was wir in den letzten Malen hier gesehen haben, sind wir von unten raus hier aus diesem leichten Unterstützungslevel schön nach oben raufgelaufen, rübergelaufen. Und jetzt kommt es so ein bisschen drauf an. Eine klassische Abprallbewegung, die wird halt nach unten jetzt alles abkassieren, ne? Das heißt, wenn wir uns mal ganz knapp hier mal die kerzenlos angucken, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Wenn es einen Abprall gibt, der wird hier nach unten alles abrasieren und unten drunter durchfallen. Das heißt, was hier dann wichtig ist, wenn es den Schub nach unten geben sollte, was macht er hier unter diesem Kerzentief hier an der Marke ganz knapp hier unten drunter um die 0, was haben wir hier, 0,90977. Das ist mal das Tief hier. Wenn wir da tatsächlich drunter marschieren, ist der kleine Aufwärtstrend hier gebrochen, der das nach oben geschoben hat. Wenn wir uns das Ganze mal in den 15 Minuten auch anschauen wollen, dann hätten wir das Ganze unten rausgenommen. Hier schaut mal, wartet mal, wir machen das mal ganz kurz raus. So, hier an dieser Stelle. Also eine wichtige Marke haben wir momentan hier an dieser Stelle. Das ist dieser Kaufbereich, den wir da oben raus hatten. Ich mache das mal ganz kurz grün, was ist ja jetzt mittlerweile zu sehen als eine leichte Unterstützung. Wenn die hält, dann könnte es ohne weiteres direkt nach oben gehen. Ansonsten, wie schon gesagt, müssen wir uns hier unten an diesen Leveln orientieren und da haben wir halt die Swing Lows liegen hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen hier, also grob mal die Marken suchen, wo dreht der Markt denn hier immer rum? Und da haben wir einmal hier ein Level um diese Marke von 0,9061, beziehungsweise wenn wir das mal weiter nach unten gehen will, wo diese groben Bereiche sind hier im 15-Minuten-Chart, dann wäre mal hier dieser Bereich hier ganz grob zu sehen, als wir hier aus dem Abwärtstrend nach oben geschoben sind, also als wir diesen Trend hier rausgenommen haben, um die Marke von 0,908 und dann können wir uns hier weiter nach unten orientieren. Das wären mal die Marker zur Unterseite, aber wenn wir hier gar nicht erst zu tief runterkommen und der Markt uns hier beispielsweise eine Flagge oder ähnliches gibt, das ist jetzt halt sehr, sehr wichtig. Das bullische Szenario ist bei weitem noch nicht raus, ja. Das heißt, hier können wir beispielsweise einen Abwärtstrendkanal bekommen, der uns durchaus hier eine schöne Flagge einzeichnen könnte, wo wir nach oben ausbrechen. Und damit sind die bullischen Bilder längst nicht vom Markt weggewischt. Das heißt, sollten wir tatsächlich oben rausgehen, dann haben wir ganz klar die Chance, hier in die nächsten Level reinzulaufen. Also laufen wir hier übers Zwischenhoch drüber, kommen wir aus der Korrektur raus und nehmen diesen Trend, wie er jetzt hier läuft, also von diesem Low hier nach oben wieder rein, dann haben wir Chancen hier auf die 0,92,5 erst einmal ranzulaufen. Darüber hinaus geht es weiter nach oben Richtung 0,93. Das wäre sehr, was haben wir hier? Nee, nicht 0, doch 0,93,900 hinten dran. Also sehr, sehr interessant. Auf der Long-Seite müssen wir mal schauen, wie die Korrektur sich hier umgibt. Das bleibt auf alle Fälle spannend. Wenn sich hier was Schönes ergibt, werde ich damit morgen auch nochmal in die, sag ich mal, Handelsideen reingehen, in die Handelsrichtung, weil das ist schon eine schöne Geschichte, die wir hier sehen auf der Long-Seite. So, was haben wir noch? Pfund Schweizer Franken. Das schauen wir uns direkt auch noch an. Hier britisches Pfund Schweizer Franken. So, jetzt muss ich suchen, kann Dollar Schweizer Franken. Da unten ist er. Wir sehen hier mit Blick in den Tageschart weiterhin den Markt dynamisch nach unten laufen. Ne? Das ist hier an dieser Stelle da. Einen wichtigen Bereich haben wir hier auch vor der Nase. Die Marke von 1,17, 1,5. Schaut mal hier, das ist dieser Bereich gewesen, wo der Abwärtstrend hier weggenommen wurde und der Aufwärtstrend sich gebildet hat. Also hier an dieser Stelle, hoppala, das war ein bisschen zu groß, ein bisschen zu optimistisch. Schaut mal, hier oben ist der Trend entstanden. Das ist ein wichtiges Level. Und wenn wir das mal einfach ein Stück weit nach drüben ziehen, dann sehen wir hier halt auch den schönen Unterstützungsbereich. Und da kommt es jetzt tatsächlich drauf an, wie und wo der Markt hinlaufen möchte. Marker, die wir haben, wo der Markt unten drunter läuft, wenn wir hier die 1,1776 nach unten im kleinen Bereich rangehen, dann haben wir hier den Test. Dieses Ausbruchsbereich definitiv da, bricht er durch, dann durchaus der Weg nach unten offen. Läuft es allerdings, und jetzt müssen wir mal in die kleineren Zeiteinheiten schauen, ich gucke mal da besser in die Stunde rein, läuft es allerdings nach oben rauf, das heißt, dass wir hier ein Muster sehen, dass wir hier einen leichten Boden gefunden haben, das heißt, dieser Bereich hier sollte das ein Boden darstellen, dann haben wir gute Karten, dass wir nach oben trenden und dann sollten wir uns dahingehend orientieren, dass wir mal schauen, zum einen, was passiert im Kleinstbereich hier an dieser Marke um die 1,187, was haben wir hier, 5,7, das wäre interessant, wenn wir hier direkt rüberlaufen, dann wäre erstmal ein kleines Level rausgenommen und dann der nächste Punkt, der nächste Markerbereich wäre natürlich hier die Marke von knapp 1,188 hier, dieses Zwischenhoch, das wäre der interessante Bereich, das wäre übrigens auch der Bereich hier oben, als dieser Trend gebrochen worden ist, also das ist der Bereich, wo wir da oben drinnen liegen.
Diese Marke gilt es hier definitiv im Kopf zu behalten. Und wenn der Markt die nach oben rausnimmt, das ist dann ein interessantes Zeichen, weil das zeigt uns dann an, dass wir tatsächlich die Stärke in den Markt reinbekommen. Und wenn diese Stärke im Markt bleibt, das ist dann der Bereich, den wir brauchen, um hier nach oben rauszulaufen. Also hier, wartet mal, das sehen wir jetzt gerade nicht. Kurzen Augenblick. Naja, jetzt will es nicht. Gut, also hier. Dieser Bereich, wenn wir hier oben drüber fliegen, nehmen wir diesen Verkaufsbereich raus und dann haben wir die Chancen, weiter nach oben zu laufen. Wie ich schon gesagt, Anlaufpunkt hier ganz grob die Marke von 1,19,1 beziehungsweise dann hier das Zwischenhoch bei hier oben 1,19,3. Das ist das, was wir auf der Oberseite haben. Dazu müssen wir aber erstmal hier oben drüber. Ja, also hier auch ein Schwungbereich, den wir haben. Die zwei Marker wichtig hier, das Zwischenhoch um die 1,18,5 und hier beziehungsweise das Low am Boden um die 1,18,1. Das sind die wichtigen Marker hier mit Blick in den Pfund Schweizer Franken. So, da hätten wir das. Dann haben wir hier keine weiteren FX-Fragen mit dabei, Indizes auch nicht. Dann sage ich an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die hier live zugeschaut haben. Und sag mal, in 4 Minuten geht der Handel los. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter und bis morgen um 8:30 Uhr mit dem Live-Blick in die Märkte. Das Ganze wie immer mit dem Blog voraus. Bis dahin, allen gute Trades und bis morgen. Bleiben Sie gesund. Tschüss.